Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast, um mit mir ein Quiz zu machen. Es ist das erste Quiz im neuen Jahr, das erste Quiz 2022 und ich hoffe wirklich, dass ich ein paar echt interessante Fragen rausgesucht habe, bei denen vielleicht auch der ein oder andere noch ein kleines bisschen was lernen kann. Ihr kennt die Regeln, 5 Fragen. 2 Punkte pro Frage, wenn ihr das Video stoppt und googelt, nur ein Punkt am Ende der Watchmorph. Da gibt es 2 Uhren zu erkennen. Dort gibt es 2 Punkte pro Uhr, beziehungsweise einen Punkt pro Uhr, wenn ihr anhaltet und googelt, sodass es insgesamt 12 Punkte gibt. Wer alles richtig hat, hat natürlich absolut die virtuelle Quizzer-Krone errungen. Ansonsten schreibt mir aber immer wieder gerne in die Kommentare, wie viele Punkte ihr hattet, was euch gefallen hat und ob ihr vielleicht Ideen habt, wie man das Quiz noch interessanter und noch lehrreicher gestalten kann. Bevor es aber jetzt losgeht, noch eine Sache. Ihr könnt meinen Kanal ganz, ganz einfach unterstützen, indem ihr einfach einen Daumen hoch da lasst, einen Kommentar schreibt oder für die, die es noch nicht getan haben, den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein zukünftiges Quiz und mir hilft das echt sehr, denn dann erkennt YouTube, dass ihr meine Videos mögt und so habe ich vielleicht die Chance, auch noch anderen meinen Quiz und meine anderen Videos vorstellen zu können. Aber jetzt geht es direkt zur ersten Frage. Der Kunstschmied Wilfried Schwuchow aus Angermünde erhielt 1999 einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Aber wofür bekam er diesen Eintrag? A. Das Eberswalder Ei oder war es B. die Angermünder Möhre? War es C. die Oranienburger Kartoffel oder D. die Mittenwalder Wurst oder war es E. der Falkenberger Apfel? 20 Sekunden ab jetzt. Ja, das war, glaube ich, gar nicht so leicht. Wenn man es nicht sowieso wusste, kann man hier nur raten. Es war das Eberswalder Ei. Das Eberswalder Ei war zumindest zu dieser Zeit, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht sicher, das die größte Taschenuhr der Welt. Hier seht ihr ein Bild, absolut gigantisch. Das kommt hier gar nicht so unbedingt rüber. Deshalb springe ich mal zu einigen Fakten zu dieser Uhr. Diese in Anführungsstrichen Taschenuhr hat einen Durchmesser von 4,70 Meter mit einem Gewicht von ca. 26 Tonnen. Im Inneren dieser Uhr fährt eine kleine Lokomotive. Die Strecke, die diese Lokomotive fährt, sind 80 Meter lang. Und für diese 80 Meter braucht die Lokomotive genau eine Stunde. Die Uhr hat auch etliche Komplikationen verbaut, wie Mondphasenweltzeit. Sie zeigt die Bahnkilometer von Eberswalde zu den großen Städten der Welt an, hat ein Kalendarium, eine Sonnenuhr im Deckel und noch vieles andere. Absolut gigantisch. Wenn ihr mal dort seid, schaut euch die Uhr an. Ich habe es noch nicht geschafft, aber es ist auf meiner To-Do-Liste. Ich werde sie mir mit Sicherheit irgendwann einmal anschauen. Kommen wir doch direkt zur zweiten Frage. In welcher der folgenden Städte ist eine bekannte Uhrenmarke beheimatet? Ist es A. Mönchengladbach oder ist es B. Altglashütten? Ist es C. Itzehoe, D. Zons oder E. Heringsdorf? 20 Sekunden ab jetzt.
Auch das war mit Sicherheit nicht einfach. Vielleicht weiß es der ein oder andere, in Itzehoe sitzt tatsächlich eine Uhrenmarke und das ist nach meinem Kenntnisstand die nördlichste Uhrenmarke Deutschlands. Und zwar handelt es sich dabei um Amantay, eine sehr kleine und feine Uhrenmanufaktur, die sehr spezielle Uhren herstellt, bei denen jede Uhr ein Unikat ist und es nur einmal gibt. Ziffernblätter komplett aus gebläutem Stahl, in reiner Handarbeit hergestellte Zeiger. Die Uhren sind immer ganz individuell designt, in Absprache mit dem Käufer. Kein Design wird repliziert. Es gibt eine Linie, da wird das Gehäuse aus massivem Silber gemacht, mit Manufakturwerken. Wie ihr hier sehen könnt, die Preise von 6.200 € sind natürlich kein Schnäppchen, aber angesichts dessen, was man dort geboten bekommt, auch wiederum nicht übertrieben hoch, wie ich finde. Ja, das war meine zweite Frage. Kommen wir doch direkt zur dritten Frage. Von welchem Tier stammt das Leder der Shell-Cordovanbänder? Ist es A. ein Lamm, B. ein Schaf, C. ein Pferd, D. ein Schwein oder E. ein Büffel? 20 Sekunden ab jetzt. Nun, bei der Frage gehe ich davon aus, dass das wirklich alle von euch gewusst haben. Shell-Cordovan-Bänder ist gemacht vom Pferd, ein bestimmtes Stück Leder des Pferdes, sehr fetthaltig und dadurch wird das Lederarmband, das Shell-Cordovan-Band, sehr haltbar, wirkt nicht so schnell spröde, hat eine deutlich längere Lebenszeit als andere Lederbänder und kommt, wie gesagt, vom Pferd. Ja, das war die dritte Frage. Gehen wir doch direkt, ohne groß zu zögern, zur vierten Frage. Was versteht man in der Uhrmacherei unter dem Begriff Linie? Eine kurze Erklärung würde mir hier reichen. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, das war nicht so einfach. Ich denke, viele von uns haben das schon mal gehört, aber nicht jeder kann es wahrscheinlich genau definieren. Ich habe selber nachlesen müssen. Ich wusste, es hat irgendwas mit der Größe zu tun, aber was genau und so weiter, das wusste ich auch nicht auswendig. Deshalb habe ich es mir rausgesucht und zeige es euch jetzt. Die Linie ist das Längenmaß der Uhrmacherei. Eine Linie, ihr seht hier die Schreibweise, entspricht dabei 2,256 mm und sie wird überwiegend verwendet, um die Größe des Uhrwerks zu bezeichnen. Die gebräuchlichsten Größen für Armbanduhrenkaliber oder Armbanduhr-Uhrwerke liegen zwischen 5,5 Linien und 13 Linien, also sehr kleine Damenuhren und sehr große Uhren mit einem deutlich größeren Uhrwerk. Habt ihr es gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, wer das wirklich gewusst hat. Ja, kommen wir zum letzten Teil. Der fünfte Teil ist bei mir immer der Watchmorph. Ich habe zwei Uhren für euch, eine relativ neu und eine schon etwas älter und auch nicht mehr zu haben, ausverkauft. Nehmt das als Tipps. Vielleicht hilft es ja, dass ihr rausfindet, um welche beiden Uhren es geht. 25 Sekunden ab jetzt. Na, wer hat's rausgekriegt?
Hat's irgendeiner überhaupt rausgekriegt? Ich fand das super schwierig. Ich finde es ja generell sehr schwierig. Ich zeige euch die beiden Uhren einmal. Ihr könnt also sehen, das eine ist eine Sinn, man kann es glaube ich erkennen. Und hier wird deutlich, es handelt sich um die Sherpa von Sherpa Watches, vorgestellt in Düsseldorf auf der Watchtime. Und die andere Uhr ist die Sinn 240C, also die 240er Modellreihe in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Kronos. Hier kann man sehen, dass die Uhren doch eine ganze Menge Ähnlichkeiten haben. Das war mir gar nicht so klar. Ich kannte natürlich die 240C und ich kannte auch die Sherpa von der Watchtime. Aber wie ähnlich sich die Uhren sind, das habe ich erst hier bei dem Morph gesehen. Schauen wir doch mal kurz rein, was die technischen Daten betrifft. Die Sinn 240C ist ausverkauft, hat damals gekostet 1.980 Euro. Hat das Elita 220-1 verbaut, ein Gehäusedurchmesser von 43 mm bei einer Bauhöhe von 11 mm und einer Bandanstoßbreite von 22 mm. Selbstverständlich mit Saphirglas und wasserdicht bis 10 bar. Die Sherpa Ultra Dive hat nur 40 mm im Durchmesser. Ich muss aber sagen, auf der Watchtime fand ich sie gefühlt deutlich größer, also gar nicht so viel kleiner als die 240C. Hat eine Höhe von 13,5 mm, ist bis 20 bar wasserdicht und natürlich auch mit Saphirglas ausgestattet. Der Preis liegt bei 5.900 Euro, was extrem viel aussieht. Aber angesichts dessen, was mit der Uhr gemacht wurde, welcher Aufwand betrieben wurde, finde ich es gar nicht mehr so viel. Wenn euch interessiert, was hier für eine Recherchearbeit, ein Aufwand und eine Detailliebe dahinter steht, kann ich euch nur den Podcast von Fifth Wrist Radio empfehlen. Dort haben Klaus Tapir FFM und ich den Martin Glocke interviewt, der hinter dieser Marke steht und der dieses Modell rausgebracht hat. Das Ganze ist auf Englisch, aber ich denke, es ist trotzdem gut verständlich. Und falls euch das interessiert, schaut gerne rein. Ich packe euch einen Link zu dem Podcast auch in die Videobeschreibung. Ja, ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt, ob es euch gefallen hat und wie viele Punkte ihr hattet. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.